Okay, wir machen zur Abwechslung mal wieder eine vollständige Induktion. Diesmal ein bisschen kniffligere, mit einer Ungleichung. So, und zwar zu zeigen, für alle n aus den natürlichen Zahlen mit n größer gleich 3 gilt. N mal Wurzel n ist größer als n plus Wurzel n. So, jetzt kann man sich erstmal überlegen, warum soll man das beweisen für alle n größer gleich 3? Na, jetzt kann man mal gucken, wie sieht es denn bei kleineren aus? Nehmen wir mal n gleich 1. Wenn wir n gleich 1 nehmen, sagen wir mal rot, weil es ja nicht stimmt, dann steht hier 1 mal Wurzel 1, das ist 1, ne? Und hier steht 1 plus Wurzel 1, das ist 2, also da ist 1 ist nicht größer als 2. Wenn wir es mit der 2 machen, gucken wir mit der 2, 2 mal Wurzel 2, was ist nochmal Wurzel 2? Das ist 1,414 und das Ganze mal 2 ist ungefähr 2,828, ne? Und hier hinten haben wir 2 plus Wurzel 2, was ist das ungefähr? Das ist jetzt 3,414. Ja, und da sieht man also auch, das stimmt nicht, ne? So. Scheint aber ab der 3 zu gehen, ab der soll man es beweisen, dann machen wir das doch mal. Jetzt machen wir das hier mal weg. Das war ja falsch. So. Die kleinste Zahl, für die es gelten soll, ist die 3. Also machen wir einen Induktionsanfang. Mit n gleich 3, ne? So. 3 mal Wurzel 3. Was ist denn das ungefähr? Also Wurzel 3, das kann man sich mal hinschreiben. Vielleicht mal hier hin irgendwie. Wurzel 3 ist ungefähr 1,732 irgendwas. Ne? So. 3 mal Wurzel 3 ist also ungefähr 5,196 und so weiter. Was ist 3 plus Wurzel 3? Das scheint ja ungefähr zu sein. Da müssen wir 3 dazu addieren. Das ist 4,732. So, und das ist also die linke Seite hier definitiv größer als die rechte. Ne? Gilt. So. 5,2 ist größer als, also 5,2 ist größer als 4,7. So. Dafür gilt es also. Jetzt machen wir den Schritt. Induktionsschritt. Wir schließen von n gleich k auf n gleich k plus 1. Also, Induktionsannahme ist, es gilt für n gleich k. Das heißt, k mal Wurzel k, ne, ich setze für jedes n hier oben in der zu beweisenden Aussage k ein, ist größer als k plus Wurzel k. Davon gehen wir aus. Und jetzt müssen wir zeige, dass es auch für den Nachfolger gilt. Also für k plus 1 mal Wurzel aus k plus 1, das soll größer sein als k plus 1 plus Wurzel aus k plus 1. So, wir müssen Ungleichung zeigen. Wir dürfen die Induktionsannahme verwenden und müssen jetzt zeigen, dass die linke Seite hier größer ist als die rechte. Das heißt, wir dürfen, wenn wir von links nach rechts denken, die Seite mit größer oder größer gleichs oder gleichs so lange umformen, bis wir rechts rauskommen. Ne? Also, dass man letztlich über einen bestimmten Weg so ein hinabschreitet, bis man von einem Niveau auf dem anderen gelandet ist. Ne? Wir wollen von der linken Seite mit größer gleichs und gleichs auf der rechten Seite rauskommen. So. Das heißt, wir beginnen mit k plus 1 mal Wurzel k plus 1. So. Und müssen jetzt mit Umformung zeigen, dass sie unten rauskommen bei k plus 1 plus Wurzel k plus 1.
Und zwar dürfen wir größer, wir dürfen also Gleichheitsumformung machen, das ist klar, also wir dürfen Gleichheiten verwenden. Wir dürfen aber auch größer verwenden oder größer gleich. Nicht kleiner, ne? Wir dürfen nicht nach oben abschätzen, das ist klar. So, na gut, man kann ja hier schon mal anfangen, also was ja keine schlechte Idee ist, man gleich zu verwenden, ne? Und hier zu sagen, okay, es ist gleich k mal Wurzel k plus 1 plus 1 mal Wurzel k plus 1. Ja? Wir haben hier das Distributivgesetz angewendet. K mal Wurzel k plus 1 plus 1 mal Wurzel k plus 1. Und das Schöne ist, was man jetzt hier sieht, 1 mal Wurzel k plus 1 ist der Wurzel k plus 1. Das heißt, wir sind hinten schon identisch. Ne? Guck mal hier, k plus 1, Wurzel k plus 1, Wurzel k plus 1. Das ist schon identisch. Wir müssen also nur noch hier vorne zeigen, dass k mal Wurzel k plus 1 größer ist als k plus 1. Was wir außerdem noch haben, ist natürlich die Induktionsannahme. Die mache ich mal hier oben blau, damit wir sie schön sehen. Hier, so, schön blau. So. Die müssen wir ja auch verwenden, ne? Zumindest sollte man sie verwenden, wenn jemand von einem verlangt, dass man vollständige Induktion macht, sollte man die Induktionsannahme verwenden. Wenn wir die nicht brauchen, was auch passieren kann, weil wir so toll sind und das ohne Verwenden der Induktionsannahme jetzt zeigen könnten, dann könnten wir uns vollständige Induktion sparen, dann können wir gleich einen direkten Beweis machen. Okay, aber wir können ja auch darauf hinarbeiten, die zu verwenden. Und wir brauchen dann sowas wie k mal Wurzel k. Dann können wir das nämlich umformen in k plus Wurzel k. Das wäre ja nicht schlecht, ne? Jetzt haben wir hier aber stehen k mal Wurzel k plus 1. So. Und das ist jetzt ein bisschen ungewohnt, ne? Bei Ungleichung, da können wir doch jetzt einfach sagen, das hier ist doch größer als k mal Wurzel k. Ne? Wurzel k plus 1 ist größer als Wurzel k. Wenn ich es mit k multipliziere, dann ist auch das hier größer als das. Und dann kann ich hinten das auch drauf addieren. Ja? Ich weiß, dass hier diese Seite ist größer als diese. Kann ich einfach sagen, ne? Das kann man bei so Ungleichungen öfter machen, dass man so ein bisschen eine Abschätzung macht, ne, und um dann weiterzukommen. Man muss allerdings aufpassen, also wir sind jetzt hier so ein bisschen nach unten geschritten, ne? Man darf nicht zu tief schreiten. Also wenn ich jetzt hier sage, ach komm, schätzen wir mal hierhin ab. Dann bin ich schon zu tief, dann komme ich nicht mehr nach oben. Also nach oben darf ich nicht wandern, sondern ich muss immer so ein bisschen abschätzen, dass ich immer noch größer bin als das, wo ich hin will. Na? So. Also jetzt bin ich immer noch, weiß ich nicht, ob ich, vielleicht habe ich, vielleicht bin ich jetzt versehentlich auch schon zu tief gerutscht. Das sieht man erst später. Ne? Aber auf jeden Fall kann ich jetzt Folgendes mal machen. Ich kann die Induktionsannahme verwenden und sagen, k mal Wurzel k ist größer als k plus Wurzel k. Das hinten darf ich nicht vergessen, ne? Also, wenn das größer ist als das, dann darf ich auf beiden Seiten auch Wurzel k plus 1 drauf addieren. Jetzt sind wir fast identisch, ne? K, k, hier hinten die Wurzel k plus 1. Jetzt haben wir noch Wurzel k und da unten 1 stehen. Und ja, ich weiß, Wurzel k ist größer als 1. Ne? K ist ja größer gleich 3 und da sind die Wurzeln immer größer als 1. Also kann ich auch hier ein Größer hinsetzen. Jetzt bin ich, habe ich genau, praktisch habe ich genau dieses Bild jetzt hier verwendet, zufällig. Ne? Also ich habe erstmal eine Gleichheitsumformung gesagt, das ist gleich dem. Und das ist größer als das, und das ist größer als das, und das ist größer als das. Also ist das auch größer als das.